Aha. Jetzt können wir zwei Pistolen tragen, ha? Wie sie in kürzester Zeit genauso equipped wird wie die Ellie. Seltsam, oder? Mit der Ellie musst du gefühlt erstmal ein halbes Leben durchspielen, bevor was passiert. Da oben. Ich glaube, jetzt treffen gleich beide Welten aufeinander. Um ehrlich zu sein. Vorhin habe ich da irgendwas gesehen, das sah aus wie ein Stalker. Aber irgendwie da hinten. Ich habe dich schon gesehen, du Arsch. Tu mal nicht so, als wärst du nicht da. Mann, bevor einer kommt. Oh, wie ich diese Viecher hasse, Alter. Ohne Scheiß, die sind so für den Arsch. Fertig oder was? War das alles, was ihr drauf habt? Doch nicht gegen Abigail. Die Abigail macht euch alle nieder. Das hätte ich auch einfacher haben können, wahrscheinlich. So leiser vor allem auch. Aber gut. Ich habe das jetzt so auf meine Art und Weise geregelt. So macht man das in der Hood. If you know what I mean. Stimmt denn nicht mit denen? Also irgendwie... Das hat mich richtig überrascht, dass... Ach so, deswegen sind die da hochgekommen. Alles klar. Aha. So läuft der Schnuggelpups hier also. Hey, duschen! Gesehen, wie sogar die Tropfen an den Haaren abgeprallt sind. Stabil, drei Wettertaft.
So. Müssen wir doch gleich an dem blöden Riesenrad mal ankommen, oder? Bankfrisch. Yeah, Trophäe. Für 3 Münzen, oder was das jetzt war. Da wollen wir hin. Okay. Von hier müsste ich geradewegs hinkommen. Da war so klar. Das war so klar. Kann ja nichts glatt laufen hier, gell? Jetzt muss ich mal gucken, ob da mein Bubi rumrennt, also mein Welpe, weil sonst nicht, dass der mich hier vor die Füße pickelt. Naja, vor die Füße jetzt vielleicht nicht, das würde ich gerade noch so mitbekommen. Aber er soll allgemein nicht hier reinpinkeln. Das ist voll widerlich, Mann. Was denkt er sich dabei? Wobei der von Anfang an schon stubenrein war. Das muss man ihm lassen. Der ist hauptsächlich draußen aufgewachsen. Bis zur 8,5 Wochen, glaube ich, haben wir ihn bekommen. Und das heißt, er kannte Fliesen nicht. Der ist auf einem von dem Bauernhof. Sehr nette Leute. Und der hat von Anfang an nicht in die Wohnung gemacht. Aber wenn es gar nicht mehr geht, dann lässt er es halt hin und wieder laufen. 2 oder 3 Mal ist es bis jetzt bloß passiert. Also überhaupt kein Grund, da irgendwie... Komm schon. Das ist gleich rüber. Ernsthaft, ich soll da rüber? Ich halte gedrückt, keine Sorge. Aber das kommt uns doch bekannt vor, oder? Ist die Ellie nicht auch bei diesem Wetter Richtung Aquarium geschwommen? Leute, die Story wird sich gleich ineinander verflechten. Da liegt schon wieder viel Zeug rum. Das ist ein Anzeichen für Konflikt. Pistol. Mir geht ein bisschen die Munition aus, ehrlich gesagt. Ich sollte vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger sein in meiner Art und Weise, wie ich hier alles umbringe. Oh, ein Pfeil. Jetzt hat sie einen Pfeil genommen, ohne... Jetzt hat sie angehört, dann macht mich die Grippe total schlapp. Eine Grippe? Da bin ich nicht so, ich bin nicht so der Fan von die Sachen lesen. Aber warum habe ich jetzt einen Pfeil bekommen? Wozu? Da ist noch ein Pfeil. Wie? Yeah. 50% Reichweite, sehr gut. Das wollte ich doch haben. Wichtig, wichtig. Ich bin halt einfach in irgendeinem Schiff. Keine Ahnung wieso, aber das ist halt da. Oh, eine Armbrust. Das erklärt die Pfeile. Okay. Und ich habe gelernt, durch Kopfschüsse kriege ich die Pfeile auch wieder. War jetzt nicht so schlau. Daneben schießen ist halt jetzt nicht so die gute Variante. Ah, jetzt steht er da so dumm rum. Hallo? Arsch, Alter!
Scooter sind noch mehr. Oh, da muss ich echt aufpassen. Ich muss vorsichtiger agieren, Leute. Ich bin da ein bisschen zu easy peasy going dem easy peasy, weißt du? Das funktioniert nicht, Abigail. Du kannst hier nicht einen auf Rambo machen, ne? Hier ist Splinter Cell gefragt, Mann. Weil ich ihn nicht erwischt habe. Das war das Problem. So, ich habe Pillen bekommen. Rezept, Jagdpistolenmunition freigeschalten. Yeah, kann ich machen, weil ich cool bin. So, Schalldämpfer ist immer gut. Schauen wir mal, was da oben auf uns lauert in diesem mysteriösen Schiff. Ja, dann stellen wir es halt her, komm. Scheiß deine Handwerkszeug. Keine Ahnung, aber anscheinend habe ich eine Trophäe erhalten fürs Herstellen von Sachen. Das nenne ich freundlich von den Spielemachern. Sag mal. Spinnst du? Ich voll erschrocken, ohne Scheiß. Da steht doch auch einer, ich sehe es doch. Komm, halt deinen Kopf mal voll in die Flinte. Hier ist also da ist auch eine Wand. Sehr gut, dass man die Pfeile mehrmals verwenden kann. Das ist exzellent für unser weiteres Vorhaben. Da ist ein Teddybär, den würde ich gern mitnehmen. Was ist denn da? Okay, da ist noch einer. Schauen wir mal, ob wir den auch noch irgendwie gebasht bekommen. Sonst noch irgendwo einer, den ich noch nicht registriert habe. 1, 2. Du bist ein Klicker, oder? Vorsicht. Okay. Ist ein bisschen doof, dass sie dann immer steht nach einem Messer. Also selbst bei einem lautlosen Messerkill bleibt sie immer stehen. Das ist natürlich nicht hilfreich, sollte da noch ein anderer rumeiern. Das ist voll. Hier irgendwas zu holen. Jawohl, da ist Heilung. Sehr gut. Komm, darüber. Hupf halt. Nein, magst du das? Du bist so bescheuert. Ah, du kannst gar nichts. Du Opfer. So, dann schauen wir mal, ob wir den letzten auch noch erwischen. Der letzte Mohikaner, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oh, ich hab's sogar gesagt. Wie seltsam. Ich habe was ausgesprochen, was ich dachte, ich hätte es nicht ausgesprochen und hab's trotzdem getan. Okay, der ist da hinten versteckt. Du bist scheiße. Gut. Damit haben wir das Boot erobert für uns. Das gefällt mir. Ich mag Boote, die mir gehören. So, wir schauen uns hier schnell um. Ob da irgendwas ist. Das ist auch der Raum, den man da vorhin sehen konnte. Wo ich kurz überlegt habe, hä? Aber dann dachte ich mir, okay.
Aus dem Hä ist also kein Hä geblieben. Ja, da wollen wir eigentlich hin hier. Aber es ist doch nicht Sinn der Sache, dass ich da runterhupf, oder? Ist das ganze verdammte Ort verseucht? Scheint so, ja. Okay, hier muss ich natürlich etwas vorsichtig sein. Da laufen Vieh herum, die ich nicht aufschrecken möchte. Aha. Er ist weg. Aber mein Pfeil leider auch. Das war so jetzt natürlich nicht geplant. Okay. Auch weg. Dein Ernst? Dein Ernst, dass da so ein fetti Fettsack ist? Oha. Der ist mir vor, aber hier. Gefährlich nahe kommt mir der. Ich warte jetzt mal auf diesen Klicker und erledige den noch. Weil die kann ich ja überhaupt nicht brauchen. Dann müsste ja eigentlich jetzt dann irgendwann auch mal hier rauskommen, oder? Ja, nein, vielleicht. Äftel, Bäftel. Was machen Sachen? Guck mal, ist der nervig. Jetzt komm mal da mal her, da C-Fix. Weiß es doch, dass du es tust. Ist einer. Da rennt einer rum. Achso. Boah, mach mir halt Angst, Mann, Dolora. Da ist auch einer, wenn ich das richtig sehe. Na du Hübscher. So. Wieder einer weg. Blöde Kuh. Das ist gut, dass die mich nicht gesehen hat gerade. Die hat nämlich voll zu mir hergeschaut. Aber gut, das ist ein Safe. Dafür muss es irgendwo ein Schreiben geben. Nicht wahr? Das werden wir erst wieder finden müssen. Gut, dass den Toten die Toten egal sind. Das ist ein großer, großer Vorteil im Überlebenskampf. Wenn man vor die Toten würden auf Tote reagieren, dann wirst du ja gar nicht mal fertig.
Ja, Mädchen, sei mal nicht so. So, da drinnen der da. Der muss auch weg. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alle um diesen Shamer oder wie sie nochmal heißen, weg. Das heißt, ich kann mich jetzt voll und ganz auf den konzentrieren, oder? Der kriegt eine fette Rohrbombe ins Gesicht. So ungefähr. Oh, das lief ja gut. Haha. Ja, das war's. That's it. Scheiße, jetzt ist die Tür zu. Eigentlich wollte ich doch... Also ich meine, ich wollte doch eigentlich hier Ding machen. Den Safe öffnen. Ah Mist, komme ich da jetzt nicht mehr zurück? Ja, hey, wie unfair. Mies, ey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Hä? Das war extrem schwach, aber okay. Auf ein neues, hat sie gesagt. Bin gespannt. So langsam müsste sich ja jetzt endlich mal alles ein bisschen verdichten. Nachdem wir hier sinnfrei rumgeführt wurden. Tote? Nein. Doch, aber richtige Tote. Kaffeemaschine. Nein, ist natürlich ein Funkgerät. Ah, sie sah aus wie eine Kaffeemaschine von El Gusto. So, was ist denn da los? Seltsam, gell? Alles seltsam. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie hinrennen. Wir waren so nah am Riesenrad und jetzt sind wir irgendwie wieder woanders. Sieht man es nicht mal mehr. Verstehe ich nicht. Hoppala. Gut, ich bin einfach runtergefallen, aber macht jetzt nichts. Schauen wir mal. Da ist ein Delfin, das sieht aus wie Aquarium. Wir brauchen bloß noch den Eingang. Da! Das ist ein Eingang. Wie er im Buche steht, wollte ich sagen, bevor sie mich so schandlos unterbrochen hat. Owen? Owen! Owen, komm schon! Der ist nicht da. Oder tot. Vermutlich tot. Eher tot als lebendig. Da ist nämlich die Eliza drin. Eliza Wood. Ja. Das passiert nämlich anscheinend zeitgleich. Die beiden Story-Stränge. Ja? Achso. Schauen wir mal, Hintertürchen. Oh. Da ist offen. Und wir sind drin.
Okay, ein Seil. Warum? Okay, da war auf jeden Fall was. Vielleicht. Vielleicht. Also es ging mächtig in die Hose. Ah, Moment. Hör halt auf. War das gut? Das sieht nicht so aus. Mhm. Na, hat ja gar nicht funktioniert. Madame, schauen wir mal. Aber das ist schon die Variante, gell? Ich muss bloß schauen, dass das Seil so oben bleibt, dass ich anscheinend da hochkomme. Natürlich, so rum. Ah, ich bin so dumm manchmal. Na klar, einfach da rausschmeißen und fertig. Na bitte, wo ist es? Da. Ab aufs Dach. Das tut man nicht alles. Für Owen. Für den O-W-I-N. So, hallo. Bin oben. Du musst halt in das eigene Ding einbrechen. Okay. Okay, dein Rucksack. Ist das Blut? Ich glaube, dass sie kurz nach Ellie eintrifft, wo jetzt die Mel und der Owen schon tot sind. Ich kann mich auch an das hier erinnern, das haben wir mit ihr auch schon gesehen. Die Frage ist, hier ist verschlossen. Hey Owen? Musik läuft, das ist schon mal Party. Owen! Mach mal aus den Scheiß. Na, wo? Ich soll wohl dahin laufen. Zu. Ich schau nur kurz, Leute. Sorry, aber ich muss kurz gucken. Okay, hier scheint ja nichts Wichtiges mehr rumzuliegen. Okay. Dann werden wir jetzt dem Storystrang ein hübsches Ende hinzufügen. Sollte es zumindest sein. Ja, wobei, nee, die muss ja dann der Ding noch folgen. Der LD, natürlich. Das Boot. Gibt's eine Serie über das Boot? Hallo Owen, bist du da drin? Ofen? Owen? Nein. Ah, doch. Ich dachte, der ist tot. Das ist echt grausam. Isaac hat dich geschickt. Hat er nicht. Was soll das werden? Es braucht etwas Arbeit, um sie in Schuss zu bringen. Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst.
Danny ist tot. Ja. Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden. Und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen sieht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Er war bereit. Hab eine Menge Scars getötet. Und, dieser Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. So greife ich sie und erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Du hast dich verteidigt. Hör auf. Ich bring das in Ordnung. Ich red mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Was ist mit Mel? Sie ist hier sicher. Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso. Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Nichts. Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig. Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihrer eigenen Scheiß... Warum? Wieso zeigen die das?
Die hat kleinere Brüste als ich. Kommt uns doch bekannt vor, oder? Die Klinik aus dem ersten Teil. Jetzt verbergen sie die Brüste. So, so.